Hallo zurück zu Let's Play Gothic. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier so recht mache. Ich habe erst gestern mehrere Folgen hintereinander aufgenommen. Und jetzt sitze ich wieder hier. Also, ein Teil von mir sagt, es ist Zeit, Gothic zu beenden. Und ein anderer Teil sagt, nein, mach's noch länger und noch viel intensiver und ausführlicher, aber ich weiß es nicht. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich machen soll. Ist ja auch total wurscht, was ich sage. Wir gehen jetzt einfach ins Sumpflager. So wird es jetzt gemacht, ja. Ja, die ganzen Typen hier. Novizen und Templer und Gus, ne? Können wir jetzt eben was saufen? Bisschen Mana. Und dann gehen wir eben auf Schattenläuferjagd. Ja. Und dieses Mal bin ich auch eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir den fucking Schattenläufer auch kaputt kriegen. Also die letzten drei Male waren das jetzt, ne? War ja nix, ne? Also bisschen fail. So. Ja, die ordentliche Söldnerrüstung angezogen und dann gucken wir mal, also. Mein Gott. Warum sollte es diesmal nicht funktionieren, ne? Meine, jetzt schon Level 24. Mit einem ordentlichen Zweihänder, also. Scheiße. Das letzte Mal war es mit einem Todbringer. Ach, ist ja auch völlig egal. Ich probiere es einfach und es muss klappen. Wenn es nicht klappt, dann... ja, dann bin ich im Arsch. Ziemlich im Arsch. Ich hoffe mal, der Shuttleläufer ist noch da, der hier vorher immer war und mich platt gemacht hat. Ja, denn sonst weiß ich nicht, wo es Schattenläufer gibt. Und zwar... ach du Scheiße, der ist ja nicht mehr da, oder? Ach, ach, da ist er ja. Ja, genau dich. Ich meine dich, du blutrünstiges Etwas. So. Das ist jetzt Versuch Nummer 4. Oh, aber jetzt mal noch ein paar Scavenger hier platt machen, dann stören die schon mal nicht. So, mein Freund. Jetzt, oh, da sind sogar zwei Schattenläufer. Da wurde sogar einer respawned. Ist ja praktisch. Ach, ich mache ihn ja sogar mit der Armbrust kalt. Gut. Das war jetzt eigentlich nicht so spektakulär, wie ihr es euch erhofft habt, aber was soll's. Ich habe... was habe ich denn jetzt von dem? Horn, oder? Ich meine, ich habe das Horn eines Schattenläufers. Ja, und jetzt brauche ich noch eine Faust eines Trolls, ne? Scheiße, wo kriege ich die denn her? Ja, in den Bergen. Ich glaube, bei der alten Mine gibt es einen Troll, aber dazu bräuchte ich erstmal... ich weiß nicht, Sumpflager? Nee, Dämonenbeschwörer, ne? Gehen wir mal eben zu Xalas. Scheiß nehmen auf alles, was senkrecht steht und gehen einfach mal eben zu Xalas. Der hat sicher was für uns. Ja, ich sag mir gleich sofort, worauf ich hinaus will. Ich sag nur mal, Troll ist bischken groß, ne? Und so im Verhältnis passt das ja nicht. Ich suche magisches Wissen. Ja, das suche ich. Skelette, ach mein Gott, nein. Monsterschrumpfen, genau das, was ich brauche, aber ich brauche nur eins. Okay. Kostet 1000 Ocken. Das ist ein Halsabschneider, ey. Ja, ich gebe dir hier Flügel, Sumpfhaihaut. Ja, behalte ich mal. Fell eines Schattenläufers, Krallen. Das waren ja die drei. Ich weiß nicht, brauchte ich jetzt Sumpfhaut? Sumpfhaihaut oder die Zähne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich behalte mal beides. Dann kriegst du noch von mir.
ganz exklusiv irgendwelchen Ramschen, den ich nicht brauche, den ich nicht mal mehr habe. Ja, dann kriegst du jetzt noch Erz. Ja. Be happy. Tja, wo gehen wir denn jetzt lang? Könnten eigentlich wieder zum Sumpflager. Ja. Eben mal im Schnurr einmal heilen. Oder vielleicht zweimal. Ach, trinken wir noch ein, was soll's. Haben ja genug von dem Stoff. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal eben zur verschütteten Mine. Oder zu Gommes Mine. Ja, ich könnte den Weg aber auch eben schnell skippen, ne? Völlig desorientiert hier. In der Hoffnung, einen Troll zu finden. Ich habe in meiner Erinnerung, dass hier irgendwo ein Troll spawnt. Hier oben. Tatsächlich, ein Troll. Mein Gott, das ist schon so viele Jahre her und ich hab's immer noch im Kopf, das ist heftig. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal mit Schrumpfen an die Sache ran. Ne, an das Viech hier ein bisschen. Ja, mein Freund, du bist jetzt kleiner als ich und völlig unbedeutend. Trollhauer plus Trollfell. Ja, und gibt's noch ordentlich XP ab, ne? So, dann porten wir uns mal wieder zurück zu den Wassermagiern. Denn wir haben jetzt die Zähne von Sumpfhain, die Zunge der Feuerwarane, das Horn eines Schattenläufers und den Trollhauer, ne? Passt. Sollte eigentlich soweit so gut sein. Jetzt müssen wir nur noch in die freie Mine, also, oh Gott. Den Weg jetzt auch eben noch machen. Wäre schon irgendwie dumm, aber was soll's. Ich meine, so weit ist es jetzt auch wieder nicht. Ne? Aber ist schon irgendwie Zeitverschwendung, findet ihr nicht? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit die Wege da ablaufe, vor allem ihr habt es schon... Genau! Habt ihr das gehört? Der Typ hat das genauso gesagt, wie ich meine. Immer wieder dieselbe Leier. Ich meine, ich gehe jetzt diesen Weg schon zum dritten Mal hier lang. Ich meine, was soll das? Ihr kennt das doch schon alles. Ihr kennt das doch sowieso alles. Hallo? Wer hat Gothic denn bitte nicht gespielt? Also wer Gothic 1 nicht gespielt hat, der bitte derjenige in die Kommentare schreiben. Den vermöbel ich erstmal, ein Scherz. Ich vermöbel hier keinen, aber Gothic muss man gespielt haben. Man muss nicht alle Teile gespielt haben, aber man muss zumindest Gothic 1 schon mal durchgespielt haben. Das ist einfach nur Pflicht. Denn dieses Spiel ist einfach nur grandios. So sieht das aus. Man sollte es vielleicht nicht so spielen wie ich, denn ich bin hier einer so der Noob-Let's Player von Gothic. Man sollte es vielleicht ganz anders spielen als ich. Das so als kleinen Tipp, wenn das jemand gerade sieht und... Ah, es funktioniert noch, der Bug. Perfekt. Ja, man sollte Gothic wirklich komplett anders spielen als ich, denn ich faile wirklich alles, was man nur failen kann und so. Gorn steht immer noch hier. Den stören wir auch nicht, wir laufen einfach dran vorbei und sind jetzt in der freien Mine. Da liegt noch eine leichte Armbrust. Was war das denn? Gorn, du folgst mir ja immer noch. Weißt du was, mein Freund? Hallo. Hi. Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass die... Ja, dass mir niemand... Bis spät. ...in den Rücken fällt, aber ich schaff das schon selber. Übrigens, mit einer verdeckten Operation hatte das Ganze eigentlich wenig zu tun. Zu dem Sinne, ich einfach, alle durchgewamst habe und quasi nur durchgelaufen bin, wie so ein kranker Irrer. Also,
Taktik hatte ich nicht. Ich bin einfach nur mit meiner Armbrust quer durch die ganzen Gänge gelaufen und habe wirklich alles, was sich bewegt hat, getötet. Sogar die Buddler. Ganz geschweige von den Minecrawlern, also. Von denen ist auch keiner übrig geblieben. Das Einzige, was ich übrig gelassen habe, ist der Ork, aber den brauchen wir ja, um in diesem Spiel irgendwann doch ein Ende zu finden. Aber was soll's. Ich hoffe mal, er ist jetzt zufrieden mit den Sachen, die ich ihm bringe und bastelt uns ein schönes Ulumulu. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Gute Nacht, mein Freund. Alles klar, dann haben wir jetzt ein Ulumulu. Ja, was ist ein Ulumulu? Ulumulu! Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Schaden 35, mythische Stärke 30 und Wert 1000 Erz. Ja, das Teil ist nicht viel wert, macht gar keinen Damage und die benötigte Stärke ist ja wohl ein Witz. Sie ist auch nicht zum Kämpfen gedacht, sie ist einfach nur da, damit ich von den Orks nicht zerfleischt werde. Denn wer die Orkstadt nicht kennt, der wird sie noch kennenlernen. Ich würde schon mal so viel sagen, über grob geschätzt 100 Orks und alle blutrünstig, mich zu zerfleischen, aber die tun's einfach nicht. So, was war das denn jetzt für eine Aktion? Ist ja auch im Endeffekt völlig egal, was wir machen. Ja, stimmt eigentlich. Völlig egal, was ich mache. Denn es läuft immer auf das Gleiche raus. Also wir sind jetzt auch gerade Level Up gekommen. Wir haben 10.000 Punkte bekommen. Nochmal zu diesen XP-Rates hier. Die finde ich schon ein bisschen sehr komisch. Also man bekommt allein 2.000 XP, wenn man diese Quest annimmt, für den Ork halt die Medizin dazu holen. Dann bekommt man nochmal 2.000, wenn man sie ihm bringt. Dann bekommt man jetzt nochmal 10.000 XP für die für diese Quest Ulumulu. Und man bekommt ja noch die ganze XP für die Monster. Ich habe für den Troll 2 K kassiert. Ich habe für die Feuerwarane 4 Stück platt gemacht, die 500 kassiert. Das sind auch schon wieder 2.000. Plus, ich habe den Schattenläufer platt gemacht. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Ja. Bis später. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Wow, ich habe eigentlich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ein neues Kapitel kommt. Das finde ich ja jetzt echt geil. Gut, dann können wir jetzt eben zu den Wassermagiern zurückporten. Zack. Hallo. Magie zu Ehren. Auf jeden. Ja, nee. Mögest. Genau. Nee, die hohe Robo könnten wir uns eigentlich auch kaufen, theoretisch. Warum eigentlich nicht, ne? Darf ja auch nicht alles glauben. Naja, vielleicht später. Jetzt wollte ich erstmal. Lass uns lieber über was. Hallo! Ein bisschen Stärke lernen. Ach, scheiße, du kannst mir nichts mehr beibringen. Da muss ich jetzt eben zu Laris gehen und mir da Stärke holen. Mich stärker machen. Stärke holen. Bitte. Stärke holen. Naja. Kannst du dich auch mal abrollen? Dankeschön. Geht das nämlich viel schneller, als wenn du jedes Mal auf dem Boden da so aufkommst. So, Laris. Ich will mich verbessern. Ich will mich verbessern. Ja, gib mir mal Stärke. Gib mir nochmal Stärke. Gib mir nochmal Stärke. Gib mir nochmal Stärke. Danke. Jetzt habe ich keine Lernpunkte mehr. Dafür habe ich jetzt aber 92 Stärke. Und das heißt, ich kann jetzt die Kriegerstimme anziehen. Wow. Holy moly. Prüfen wir mal. Schon gut, schon steck die Scheißwaffe weg. Zack, zack, zack. Das soll Ding ich dir aufs Maul hauen? Probier es doch Ding mal. Weg. Probiert es doch einmal, Leute. Probiert es doch einmal.
Ich wette, ihr schafft es nicht. Gut. Wie auch immer. Alles weitere in der nächsten Folge. Let's play Gothic 1. Macht's gut, Leute. Ciao.